Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc von BikenTV und heute ein Thema, das wird bestimmt einige von euch betreffen, wenn ich mir die Analytics angucke von den Videos, also die Daten zum Beispiel über das Alter. Und darum geht es nämlich, das Altern auf dem Fahrrad. Und es wird auch manchmal in meinen Videos gefragt, wie alt bin ich eigentlich? Ich bin Jahrgang 85, also gehe auch schon straff auf die 40 zu, gehöre nicht mehr zu den jungen Hüpfern. Und jetzt ist die Frage im Alter, milde oder wilde? Seid ihr quasi immer mehr, dadurch, dass ihr spät angefangen habt, immer mehr, je älter ihr werdet, desto mehr schreitet euer Können fort und ihr habt auch Lust mehr zu machen, zum Beispiel im Bikepark mehr zu droppen oder in ganz schwierigen Serpentinentrails, Wanderwegen, das Hinterrad zu versetzen. Oder seid ihr eher so, dass ihr sagt, ja, als ich Anfang 20 war oder in meinen 30ern noch, habe ich auch noch viel gesprungen und so, aber ein, zwei Verletzungen später, jetzt bin ich über 40 oder noch älter und fahre eher einen ruhigen, also genieße einfach schöne Trails und wenn es mal ein Bikepark geht, dann nur über die Flow-Trails. Genau, das interessiert mich mal, wie es bei euch ist und wie dann eure Aussicht auch ist. Also bei mir ist es so, ich werde immer milder, weil ich hatte schon in meinen Teenage-Jahren meine wilde Phase, wo ich überall runtergesprungen bin, jeden Drop, jede Treppe, hatte meine Verletzungen, hatte meine Mutproben. Ich springe zwar auch noch einen 3-Meter-Drop runter jetzt oder so, weil es in der Routine ist, also das Gedächtnis, das Gehirn hat sich das gemerkt, ich weiß, was ich dann machen muss, aber ach, in den letzten Jahren, ich bin 2016 halt hier hingezogen ins Hochsauerland, dann habe ich nochmal so ein bisschen, ah, ich will den Sprung noch machen und den. Im Winterberg habe ich ein paar, das North Shore Gap oder den Step Up, so ein paar Geschichten, den Slopestyle Drop, da verlinke ich mal das Video, als ich das erste Mal gesprungen bin mit einem ganz alten Hasen. Liebe Grüße an Thomas, der noch ein paar Jahre älter ist als ich. Thomas Frien Reit, könnt ihr auch mal auf YouTube checken. Und ja, also ich genieße einfach, wenn ich fahren kann. Und jetzt hatte ich durch die ganzen Kindergartenseuchen von meiner Tochter, also das Thema kommt ja auch rein. Puh, da sage ich, ich bin froh, wenn ich fit bin, wenn ich gesund bin. Dann kam Corona ein paar Mal. Ich bin immer noch nicht voll belastungsfähig. Ich fahre jetzt viel E-Bike, weil ich einfach nicht diese Belastungsspitzen haben kann. Dann fühle ich mich immer so wie ein Gummi, ja, wie ein Gummibaum. Genau. Also, erzählt mal eure Vita, eure Historie. Habt ihr euch eher ein bisschen eingebremst oder sagt ihr, ich will noch weiter fortschreiten? Und wenn es nicht die schwierigen, hohen, schwierigen Sprünge sind, dann vielleicht doch eher das ganz technische Fahren auf einem schmalen Weg mit vielen dicken Steinen, wo man versetzen muss, wo man so ein bisschen trailmäßig fahren muss. Wo habt ihr eure Herausforderungen? Oder ist es vielleicht doch mehr die Ausdauer? Oder einfach nur Genuss? Ich bin mal ganz gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde natürlich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, wie man sagt, weil sehr wenige Leute das bisher gemacht haben. Und ja, ich freue mich. Schreibt es mal rein. Und wir sehen uns. Bis dann.